Und damit herzlich willkommen zurück. Immer noch dieselbe Aufnahmesession. Wir machen direkt weiter. Runde 71, 1160 vor Christus. Was macht denn der Bautrupp auf einmal da? Baumer Straße. Du gehst weiter nach oben. Weiter flüchten. Die hier gehen mal schnell weiter weg. Nächste Runde. Lass mal Stockholm erstmal in Ruhe. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche. Und in der Rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Homer Simpson, oder was? Ermöglicht das Abholzen von Dschungel durch Bautrupps, sodass andere Modernisierungen errichtet werden können. Ermöglicht außerdem die Ausbildung des Speerkämpfers, einer Militäreinheit, die sich gut im Kampf gegen berittene Feinde eignet. Brauchen auf jeden Fall noch erstmal hier bis zur Heilung verschanzen. Ich hoffe, bis dahin kommt das dumme Ding nicht. Und dann bauen wir eine Kaserne, auch in Berlin, würde ich sagen. Was bringt das Kolosseum? Steigert die Zufriedenheit? Nee, Kaserne machen wir. Und dann erforschen wir die Reiterei, ne? Oder was gibt es? Zeigt Eisen auf der Karte? Schwertkämpfer erforderlich Eisen. Philosophie, Tempel, Hochschule, Nationalepos, Orakel, Forschungsabkommen, Segeln, Arbeitsboot. Ja, das machen wir mal. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Produktion in Hamburg. Ebenso die Kaserne. Und wir brauchen auch bald eine neue dritte Stadt, würde ich sagen. Die bauen eine Straße, würde ich sagen, geht ihr dahin, um da noch die nächste Straße zu bauen. Ihr geht weiter hoch. Und nächste Runde. Hauptsache erstmal in Sicherheit bringen, das ist wichtig. Fürst Bismarck von Deutschland, 1080 vor Christus. Nächste Runde, können jetzt nichts tun. Alle sind am Arbeiten. So, eine Einheit benötigt Befehle, die hier. Dann baut mal hier eine Straße. Ihr baut hier eine Straße. Die haben eine Straße gebaut, ne? Aber irgendwie ist hier keine Straße. Straße. Soll ja alles zusammenhängen, ne? Ihr baut hier auch mal eine Straße. Dann können wir nämlich hier fortdüsen. Nächste Runde. Goethe hat sein größtes Werk vollendet, und zwar die Liste sortiert nach Zufriedenheit. Dort führen wir klar und deutlich. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Ermöglicht den Bau von Handels- und Kriegsschiffen, die sich zur Erkundung und zum Bewirtschaften bzw. Abbauen von Ressourcen im Wasser wie Fisch und Perlen eignen. Braucht man auf jeden Fall. Und wir sagen, was kriegt man bei der Optik? Leuchtturm und ermöglicht Landeinheiten, das Wasser und die Bewegung über Wassergeländefelder. Alle Einheiten, die freundlich gesinnt ist, erhalten diese Fähigkeit. Würde ich sagen, gehen wir auf. Hier kommt auch irgendwann die Bank, ne? Gerichtsgebäude, Katapult. Wir gehen auf Mathematik und leiten die nächste Runde ein. So, der ist schon mal geheilt. Sehr nice.
Kann man jetzt Fernangriff auf Stockholm machen? Noch nicht. Und wenn wir hier runtergehen? Produktion wählen. Wir sind in Berlin, würde ich sagen. Mach mal doch ein Arbeitsboot, ne? In der Berlin ein Arbeitsboot. Wir haben ja hier ein kleines Feld über und dann können wir auch mal auf Wasser ein bisschen was erkunden. Beziehungsweise erkunden soll es ja noch nicht. So, kann man jetzt einen Fernangriff machen? Immer noch nicht. Okay. Dann gehst du halt. Nee, dann verschanzt dich einfach. Ist am besten. Abgebrochen. Wald abholzen, Bauernhof errichten. Ah, man kann Straßen und dann trotzdem noch was anderes da drauf machen. Na, das muss man ja mal eher wissen. Nächste Runde. Wir haben Hamburg immer noch nicht mit Berlin verbunden. Wo fehlt's denn noch? Nächste Runde. Ich versteh's nicht. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Danke für die Info. So, ich empfehle euch, das hier zu tun. Fischerboote bauen. Huch. Bauen wir das doch. Und sagen, in Berlin ein weiterer Siedler, damit wir die nächste Stadt bauen können. Sehr gut. Du baust jetzt hier. Kannst du hier was bauen? Nee, ne? Dann bauen wir hier irgendwas. Nächste Runde. Alles ein bisschen unkoordiniert zurzeit, ich weiß, aber so ist das halt. Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Ermöglicht die Konstruktion des Katapults, einer mächtigen Belagerungswaffe, ermöglicht zudem die Errichtung des Gerichtsgebäudes, das die Unzufriedenheit besetzter Städte verringert. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass wir... Sägewerk... Pferdeweide, wo können wir denn noch hin? Komm, geh auch mit nach unten hier. Du kannst hier aber auch echt gar nichts bauen, ne? Außer eine Straße. Bauen wir halt Straßen nach unten, dann kommen wir schneller nach Stockholm, was soll's. Philosophie. Theologie, öffentliche Verwaltung des Tempels, Forschungsabkommen. Machen wir mal die Reiterei. Das ist das. Das ist da. Machen wir mal weiter. Geld haben wir ja so viel. Würde ich sagen, können wir auch mal überlegen, ob wir irgendwas kaufen in den Städten oder so. Hier eine Straße bauen. Nee. Dann gehen wir hier hin. Nächste Runde. Du kannst ein Sägewerk dort machen, sehr gut. Können endlich eine neue Politik einführen. Unabhängigkeit eignet sich am besten. Schnelles Wachstum. Frömmigkeit. Ja, Ehre. Na, machen wir mal hier nach der Reihe die Unabhängigkeit. Gucken, was die so alles bringt.
Produktion in Hamburg. Auch hier würde ich sagen, machen wir eine... Oh, das Schiffchen können wir hier gar nicht bauen, wa? Eine Wassermühle. Ja, Hamburg ist momentan echt noch ein bisschen langsam. Aber ich kann es nicht ändern. So, den Siedler haben wir gebaut, dann kommt die Stadt auch da hinten hin, würde ich sagen. Der Siedler. Dahin will ich. Du baust dann als nächstes hier irgendwas. Und wir können sagen, noch drei Runden, bis ein neues Ding kommt. Kostenzufriedenheit. Kolosseum Zufriedenheit. Arbeitsboot, Triere. Ja, bauen wir mal einen Zirkus. Was soll's? Nächste Runde. Auf das Berlin wachse. So, ihr könnt dann hier hin. Ihr könnt hier auch die Straße fortbauen. Und wir müssen sehen, dass wir irgendwie Hamburg an Berlin anknüpfen können. Nächste Runde. Mein Königreich für ein Pferd. Shakespeare ermöglicht die Ausbildung von Reitern einer schnellen und mächtigen berittenen Einheit. So, du baust mal hier auch eine Straße. Straße. Forschung. Die Währung auf jeden Fall. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Oh nein, Barbaren. Fu. Lasst meine Siedler in Ruhe. Stadt gründen, München. Mit München können wir direkt einen Fernangriff aufführen. Auf die scheiß Barbaren. Und in München können wir gucken, dass als erstes hier was zur Sicherheit getan wird. In München braucht aber alles ewig. Was geht denn hier schnell? Krieger, Bogenschützen, Speerkämpfer. Machen wir einfach mal die Reiter. Gehen in München außerdem auf Produktionsfokus, wie überall. Ah ja, wir können gucken, dass wir hier die Dinger kaufen, ne? Wo sieht man denn, was das hat? Würde ich sagen, machen wir mal das. 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 Ist erstmal okay. Dann haben wir München hier schon gut groß, ne? In Hamburg können wir mal gucken, dass wir auch ein bisschen was kaufen. Und zwar hier ein bisschen Wasser. Wenn ich mal sehen würde, was da auf dem Feld drauf ist, ne? So, und in Berlin. Wow, ist Berlin laut. Das hier und das für 80. Und dann nächste Runde. Verteidigungswert von 16 hat Berlin. Sehr nice. Stadt München macht wieder einen Fernangriff. Scheiß Barbaren. Du gehst mal nach hier. Baust hier eine Straße.
Haben wir da schon was gewählt? Sägewerk, ja. Produktion wählen. Da haben wir gerade einen Zirkus gebaut, ne? Gebäude, Stallungen. Jede von dieser Stadt genutzte Quelle von Pferden, Schafen, Vieh erzeugt eine Produktion. Sehr nice, machen wir doch direkt. Also Berlin geht gut ab. Bin ich sehr zufrieden mit Berlin. Was macht eigentlich hier das Fischerboot? Macht gar nichts, ne? Gratulation, eure Bürger sind schon so lange mit eurer Herrschaft zufrieden, dass ihr ein Reich mit dem nächsten goldenen Zeitalter. Und damit beenden wir auch wieder den Part für heute. Und ich würde sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt, liebe Leute. Und wenn ihr Tipps, Wünsche und so weiter habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und mehr Infos gibt es in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch Links zu anderen Videos und Playlisten, wenn ihr nur genau sucht und schaut. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da, damit ihr immer informiert werdet, wann ein neues Video hochgeladen wird. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao, ciao.